Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir basteln uns heute so einen kleinen, weißen, wuscheligen Hund. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir beginnen mit einer kleinen, weißen Fimo-Kugel und die zupfen wir uns so ein bisschen zurecht. Also ich zupfe mit den Fingern die Schnauze so ein bisschen raus. Das sieht dann seitlich so ein bisschen aus wie ein L. Ihr könnt natürlich auch eine andere Form wählen. Man kann natürlich längere Schnauzen machen oder kürzere, je nach Hunderasse eben. Jetzt kommen die Ohren dran und die sind so ein bisschen tropfenförmig und kommen dann seitlich an den Kopf. Diese Hunderasse, die ich hier mache, nennt sich übrigens Malteser. Meine Schwiegermutter hat sich eben zwei kleine Hunde aus Fimo gewünscht und da habe ich gedacht, das mache ich natürlich gerne. Ich würde von euch gerne wissen, ob ihr zu Hause Hunde habt und wenn ja, welche Rasse, beziehungsweise was denn eure Lieblingsrasse ist. Ich habe auf meinem Kanal schon mal einen Hund gemacht, und zwar einen Dalmatiner, den verlinke ich euch auf dem i und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Hier seht ihr übrigens gerade, wie ich den Mund bzw. das Gesicht des Hundes mache. Mit schwarzem Fimo habe ich Nase, Augen und Mund eben reingedrückt. Mit einer kleinen lila Kugel mache ich jetzt die Zunge. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche anderen Gesichtsausdrücke machen, aber ich finde es ganz niedlich, wenn Hunde eben so ihre Zunge rausstrecken. Jetzt verblende ich die Ohren an den Kopf und dafür nutze ich einfach mein Dotting-Tool. Ihr könnt natürlich auch andere Werkzeuge oder einfach eure Finger nehmen. Da diese Hunderasse so eine Art Schnurrbart hat, habe ich eben Fimo-Kügelchen ausgerollt und die dann eben seitlich neben der Nase platziert. Das Ganze habe ich dann verblendet und strukturiert mit einer Nähnadel. Ihr könnt aber auch einen Zahnstocher zum Beispiel nehmen oder irgendwas anderes Spitzes, was ihr eben gerade da habt. Und dann habe ich auch den gesamten Kopf strukturiert. Das ist ein bisschen schwierig, da muss man aufpassen, dass man das nicht immer wieder zerquetscht. Wenn das Fimo zu weich ist, dann könnt ihr das zum Beispiel für eine Weile in den Kühlschrank legen und dann wieder rausnehmen und weiterarbeiten. Als nächstes ist der Körper dran und dafür brauchen wir wieder weiß, aber wie gesagt, ihr könnt auch andere Farben nehmen. Und hier seht ihr, wie ich die Beine mache und das sind dann eben auch wieder einfach so Tropfenformen und die kommen dann eben vorne an den Körper dran. Die Pfoten deute ich einfach nur an mit einem Dotting-Tool. Das wird dann an den Körper platziert und ihr könnt das Ganze noch verblenden. Das hält dann besser und ich finde, es sieht auch einfach ein bisschen schöner aus. Jetzt habe ich geguckt, ob der Kopf so ranpasst und mir war der Hals noch ein bisschen zu lang, deswegen habe ich ein Stück abgeschnitten. Jetzt kommt das Schwänzchen dran, das ist so kringelig, das finde ich eigentlich echt süß. Und jetzt strukturiere ich noch den ganzen Körper. Valentinstag steht ja vor der Tür und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar meiner Valentinstags-Videos anschaut. Ich verlinke euch mal ein paar auf dem i. Ich möchte den Hund später an einen Schlüsselanhänger ranmachen und deshalb habe ich hier so einen Kettelstift genommen. Die bekommt ihr ganz einfach im Internet, bei eBay oder bei Amazon oder so. Den habe ich dann erst von oben durchgesteckt und dann von unten. Und unten ist eben so eine Platte dran, das heißt, es kann eben nicht mehr rausrutschen. Jetzt kommen die Hinterbeine dran, beziehungsweise die hinteren Pfoten und die werden dann auch nochmal strukturiert. Damit der Hund noch ein kleines bisschen wuscheliger aussieht, habe ich mir so kleine Fimo-Strähnen gemacht. Also ich habe einfach Fimo-Kügelchen geformt, die dann so ein kleines bisschen ausgerollt und die dann über den ganzen Körper verteilt. Und das sieht dann, wie gesagt, einfach noch ein bisschen wuscheliger aus. Es kann natürlich sein, dass die abbrechen, aber ich finde es persönlich nicht ganz so schlimm, weil die die gleiche Farbe haben und weil es ja so viele Haarsträhnen sind. Wenn ihr nicht wollt, dass da so kleine Teile abbrechen, dann könnt ihr das auch weglassen. Als nächstes bekommt der Hund noch ein Halsband und ich habe mich dafür für eine blaue Fimo-Farbe entschieden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß. Jedenfalls wickle ich jetzt dieses Stück um den Hals rum, schneide den Überschuss ab und jetzt habe ich eben noch die Schnalle aus silbernem Fimo geformt. Das geht auch ganz einfach, so Schnüre und dann eben da vorne an das Halsband dran.
Ihr könnt ja auch zum Beispiel ein Glöckchen oder noch einen Anhänger oder sowas an das Halsband machen. Da ist der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Dann habe ich noch die Löcher angedeutet. Und dann kommt der Kleine für 30 Minuten bei 110 Grad in den Backofen. Nach dem Backen, wenn alles hart ist, können wir uns jetzt die Öse biegen und dafür brauche ich eben so eine Rundzange. Und dann wird das Ganze hingebogen, so wie ihr es hier im Video seht. Man braucht ein bisschen Übung dafür und es dauert eine Weile, bis man das raus hat. Das heißt, probiert es einfach öfter mal aus und dann wird es, denke ich, auf jeden Fall klappen. Als nächstes schnappe ich mir Acrylfarbe und der Hund bekommt jetzt noch ein paar Highlights in die Augen. Das sieht dann ein bisschen lebhafter aus und ich finde das immer ganz süß. Und als allerletztes kommt jetzt noch ein Glanzlack über verschiedene Teile. Also ihr könnt natürlich den ganzen Hund lackieren, wenn ihr möchtet. Ich habe mich aber auf Zunge, Halsband, Augen und Nase beschränkt, dass das eben so ein bisschen einen schönen Effekt hat, finde ich. Also die Nase sieht dadurch zum Beispiel ein bisschen nass aus. Ich finde das ganz süß. So, und das war's. Das ist der kleine fertige Hund. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich hoffe, das Video hat euch insgesamt gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch ein paar weitere Videos von mir schaut. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!